Hallo, im folgenden Video zeigt Ihnen mein Sohn Gabriel das 1:15:25 Training nach Vera F. Birkenbiel. Viel Spaß! Das 1:15:25 Training finde ich eine ganz tolle Sache. Jeder weiß, dass wenn er Tätigkeiten trainiert, das kann ein Musikinstrument sein, das könnten aber auch Tanzschritte sein oder einen Text lesen, einen Witz erzählen. Also einfach alles, was Tätigkeiten, was also das Können betrifft, da weiß jeder, dass man das trainieren muss. Was beim Training oft ein bisschen frustrierend ist, man trainiert ja und wiederholt quasi immer dieselbe Trainingseinheit und da sieht man von Mal zu Mal die Fortschritte. Die nimmt man kaum wahr, weil die sehr, sehr klein sind natürlich. Die sind zwar da, aber eben so minim, dass man die nicht wirklich wahrnimmt als Lernender. Wenn man so ein 1:15:25 Training mal mit Lernenden macht, dann werden diese sichtbar. Das heißt, ich nehme das erste Mal Trainieren auf. Das könnte nur eine Tonaufnahme sein, wenn ich zum Beispiel trainiere, einen Witz zu erzählen. Heutzutage ist es aber natürlich auch ganz einfach, gerade eine Videoaufnahme zu machen. Dann trainiert der Lernende weiter, also das zweite Mal, das dritte Mal, das vierte Mal, das folgt alles. Es ist jeweils hilfreich, wenn man da einen kleinen Zettel hat und sich wirklich das notiert, weil man sich dann ganz aufs Trainieren, aufs Üben fokussieren kann, damit man diese Wiederholungen, die Zahl dann noch im Griff hat. Das heißt, das zweite Mal bis zum 14. Mal wird also einfach geübt und das 15. Mal, das wird dann wieder aufgezeichnet. Dann wird wieder weiter geübt, also das 16., 17., 18. Mal und so weiter bis zum 24. Mal. Die 25. Version wird dann wieder aufgezeichnet. Wenn ich später dann den Lernenden diese drei Versionen, also die Nummer 1, die Nummer 15 und die Nummer 25, zeige, dann sind diese Leistungssprünge eben sichtbar, weil da ist eine massive Verbesserung sichtbar und das hilft sehr beim Lernen, wenn man mal sieht, doch, trainieren, das bringt was. Wenn es etwas sehr Kompliziertes ist, dann kann es sein, dass es da noch weitergehen würde. Also dann würde ich halt bis zum 35., 45. Mal dann wieder weiter trainieren. Es ist also nicht unbedingt die Idee, immer so zu trainieren, aber wenn man für den Lernenden mal sichtbar machen möchte, dass Trainieren eben schon was bringt, dann ist dieses 1:15:25 Training eine tolle Sache. Viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüss.